dass sie damals, noch im vergangenen September, im Spätsommer, kreuzten sie hier. Die Gäste in den hellen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Da ist er sehr, ne? Kirche am anderen Pfosten getroffen hat. Nächste Chance, Tor! Überzahl, Tor für den SCR. Es läuft beim SCR und es läuft in Überzahl. Und Zitterbart erzielt den Führungstreffer nach 5 Minuten. Bekommt die Scheibe hier. Ja, jetzt liegt es doch vielleicht. Ah, laufen sie sich gegenseitig. Was tun auf der Ausnahme? Eckel, Möglichkeit. Welcher Tor! Da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen, die Rosenheimer. Und da macht Risser sich ganz, ganz schnell und Börstin Eckel erhöht auf 2:0. Unglückliche Situation der Rosenheimer. Aber kurz zuvor ist sich da gegenseitig. Da kann Rosenheim nicht mithalten. Jetzt die Chance! Was? Sehr knapp. Jetzt eine lange Leib am Tor. Smith hat keinen Schläger mehr gehabt. Schnappte sich erstmal Lobach. Fliegen die Fäuste. Come on, Smith. Nein. Sagt er. Spiel auf 3, jetzt ist er drauf. Das Schöne am Eishockey, die Schlägereien. Oh. Da muss Lobach aber mies einstecken. Viele Checks. Auch schon viel auf dem Spiel. Jetzt zick, Fehler. Zick, Fabian, zick! Starke Parade von Fiesinger. Sehr stark. Bergmann Scheibe tief. Drüben ist Quas. Ist das, ihr kriegt den Puck raus. Tor ist leer. Möglichkeit. Bergmann wird ausgespielt. Maurer. Tor. Uli Maurer macht's. Wieder Uli Maurer. Vor einer Woche. Empty Net Goal gegen Peiting. Und heute gegen Rosenheim. Außer Bergmann vorbei und mit der Vorhand rein. Es war ein enges, ein knappes, ein spannendes, ein gutes Derby zwischen dem SC Rissersee und den Star Bulls aus Rosenheim. Das viel Geschmack auf die Playoffs macht für beide Mannschaften. Geht es dann am kommenden Freitag in die 5. Jahreszeit. Heute gewinnt der SC Rissersee mit 3:1.